Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 16. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere letzten Kopfgeldjäger abgeschlossen. Unsere letzten Kopfgeldjagden abgeschlossen. So. Und uns mit Sverok gekloppt, diesen B-Mod-König und was weiß ich nicht alles, ne? Und ja, jetzt mit epischer Musik im Hintergrund, welche ich noch mal ein bisschen runtergestellt habe, ne? Einfach nur, weil das Spiel mal irgendwie voll laut ist oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also für in letzter Zeit, wenn ich irgendwie aufnehme, dann werden alle Spiele irgendwie immer lauter. Ich weiß nicht wieso. Deswegen muss ich hier dauernd immer alles runterstellen. Aber ja, wir sind hier im Versteck. Wir haben eigentlich jetzt nur noch eine Sache vor uns, und zwar das hier, die Hauptstory, ne? Das ist das Einzige, was wir übrig haben. Ne? Wir haben keine Quests mehr. Wir haben nichts mehr hier zu erledigen. Wir haben alles abgeschlossen, was ich bisher finden konnte, jedenfalls. Ne? Vielleicht sind da ja noch irgendwo einige Quests draußen. Ich tue noch mal vorsichtshalber mit dem einen Surfer-Dude hier reden, ne? Und der mir sagt so, hey, wir haben ja noch Quests. Aber wir sollten eigentlich alles abgeschlossen haben. Wir können noch einmal kurz nachschauen, ne? Hey, Mann, krass. So, hier ist nichts. So. Von ihr haben wir alles eingesagt, glaube ich. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Ja. Mir fehlen immer noch einige Notenrollen, die sagen, man kann ja sehen, wo man die freischaltet, ne? Steht überall bei Shops, aber ich habe bei allen Shops nachgeschaut, ich habe die nicht gefunden. Also es gibt einen Shop, von dem ich nichts weiß, der noch später freigeschaltet wird. Alle Kopfgeldjagden sind abgeschlossen. Und ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf den finalen Kampf. Ich habe immer noch meine Grind-Klamotten an. Boah, aber die werden bestimmt irgendwann abgelegt, weil wir schon Level 49 sind und kurz davor sind, auf Level 50 hochzusteigen. Und wahrscheinlich auf Maximum Level dann sein werden. Ne? Ich habe ja meinen Techniken mal was geändert. Ne? Ich wollte, da wir uns hier zum finalen Kampf aufmachen, hier einfach alle Esper ausrüsten. Ne? Das Problem ist, es gibt 7 Esper, die ich ausrüsten kann. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Und ich kann nicht alle von jeder Esper eine Attacke hier einsetzen. Ne? Also, auch wenn ich jetzt hier alle einsetzen würde, nur verschiedene reinpacken würde, ich würde immer noch eine übrig haben. Ne? So, was ich gemacht habe dagegen ist, ich habe hier immer noch Ifrit, Odin und Bahamut ausgerüstet. Ne? Ich habe den Feuerschwall immer noch ausgerüstet, ne? Um Magie absorbieren. Ich habe mal Krallentanz wieder reingepackt, ne? Weil das gibt schon auch eine Menge Schaden und so, ne? Dann habe ich hier Shivas einen Angriff, den man hier so aufladen muss, wenn man irgendwie so ein Timing machen muss, ne? Weil dem fand ich gut. Ich habe Odins ultimative Fähigkeit rausgenommen, aber wir haben ja immer noch Odin ausgerüstet, ne? Santen Zuken habe ich sowieso das Gefühl, macht mehr Schaden als diese eine Ultimate, deswegen ja, ist jetzt nicht so schlimm. Wird jetzt ein bisschen schwieriger sein, das aufzuladen, aber wird schon klappen, ne? Also Odin ist noch ausgerüstet, aber ich habe keine Odin-Fähigkeit ausgerüstet. Ich habe jetzt hier einmal Shiva und Ramus Ultimate ausgerüstet, ne? Ich glaube, die macht ein bisschen Schaden. Irgendwie bringt diese Ultimate von Odin sowieso nicht so. Ja, die füllt hier die Leiste voll schnell auf, aber na, was soll man machen, ne? Schaffe ich schon so im Kampf, ne? So, Bahamut ist immer noch ausgerüstet. Natürlich haben wir immer noch Gigaflare und hier den Angriff von Titan. Und ja, ich habe jetzt jede Esper ausgerüstet auf irgendeine Weise, ne? Ich habe Odin ausgerüstet, aber ich habe keine Fähigkeit von denen ausgerüstet, ne? Aber ich habe ihn ausgerüstet, das heißt, ich habe ihn so sozusagen, ne? Und ja, jede Esper ist in irgendeiner Form also jetzt hier vorhanden, ne? Und ich finde, das ist doch perfekt dann für den finalen Kampf, ne? Deswegen Esper Reihenfolge ändern. Ah, guck mal hier. Aber wenn man nur eine Esper mehr ausrüsten könnte, ne? Dann könnte ich alle Fähigkeiten hier einsetzen. Aber ich habe mir gedacht, so, wenn wir so in den finalen Kampf gehen, dann tun wir natürlich hier so ein bisschen, weil ich mache das hier so ein bisschen bunt, dann sehen wir von jeder S-Bahn noch irgendwie was, ne? Das ist doch bestimmt klasse, ne? Ich habe mir außerdem 2 Elixiere geholt bei Charon. Für den Fall der Fälle, das soll alle AP, glaube ich, regenerieren. Also ja, das wird bestimmt auch bringen, ne? Ich komme ja auf Final Elixier holen, da kann mich irgendwie automatisch wiederbeleben, aber ne. Lassen wir das. So, und dann würde ich sagen, wir sind jetzt gut vorbereitet. Ich habe Tränke alles hochgesammelt.
Apokratus hat man letztens schon vorbeigeschaut. Ne, der hat noch nicht das Ding maximiert, oder? Müssen wir, glaube ich, immer noch weiter spielen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, nachdem wir hier das Ende erreicht haben. Ob wir noch irgendwie hier so einige Sachen freischalten oder so, ne? Ob wir vor dem finalen Kampf wieder rauskommen, ich weiß ja nicht, wie das hier genau abläuft, ne? Aber werden wir ja sehen. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auf zum Ursprung, zu Ursprung. Nicht zum Ursprung, der Ort heißt Ursprung, ne? Und wir geben Ultima hier volles Pfund aufs Maul, ne? Und gehen ja in den finalen Kampf, Fragezeichen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der finale Kampf. Und ja, guck mal, Ursprung. Er wacht aus seinem Schlaf tief unter der Erde. Von Dichasia erhob dieser verfluchte Konstrukt sich und schwebte nun wie ein klaffende Wunde am Himmel über Valistea. Dann gehen wir mal da rein, ne? Und gucken, was uns erwartet. Heieiei. Wie kommen wir erstmal dahin? Wir fliegen, ne? Mit Bahamut, oder? Ich fürchte, dass ich selbst etwas Nachhilfe darin bräuchte. Es war. Reden wir wahrscheinlich noch mit jedem einzelnen, ne? Ich habe übrigens meinen Skin von so einem Schwert hier ausgerüstet, das ein bisschen besser aussieht, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hatte oder ob das irgendwie auch DLC war, aber das hat irgendwie so einen bunten Rahmen. Sag ihm, dass er alles richtig gemacht hat. Deswegen habe ich doch mal ausgerüstet. Ihm sagen? Er wird in der ersten Reihe sitzen. Das Spektakel lässt er sich nicht entgehen. Mit, mach keinen Unfug. Mal sehen. Frauen, oh nein. Gav, du hast jetzt das Sagen. Da wird Taya aber nicht erfreut sein. Also komm zurück, bevor sie es erfährt. Wir werden das hier überleben, oder? Danke, Jote. Hey, sie ist auch mal wieder hier. Euer Gnaden, ich werde beten, dass ihr sicher zurückkehrt. Bete lieber dafür, dass er auch seine Medizin eingepackt hat. Schließlich habe ich nicht die ganze Nacht Kräuter gemahlen, damit seine Lordschaft sie am Bett liegen lässt. Schon wieder. Das habt ihr nicht, Lady Taya. Vielen Dank. Bring deinen Bruder in einem Stück zurück. Oder höchstens zwei. Sonst kann selbst ich nichts für ihn tun. Ich werde es versuchen. Einmal so durch die Mitte durch. Ach, mir scheint alles Sagenswerte, wurde gesagt. Doch das hat mich noch nie abgehalten. Tut, was getan werden muss, ihr zwei. Und sorgt euch bitte nicht um uns. Wir werden unser Bestes geben. Versprochen. Können wir los? Noch nicht. Tja. Es ist soweit, nicht wahr? Leider ja. Pass gut auf ihn auf. Ja, Tora kommt nicht mit. Und du? Pass gut auf sie auf, mein Junge. Vergiss nicht, Clive. Du hast deinen Weg gewählt. Vertraue auf ihn.
Ich tue es. Final Fantasy Thema wieder im Hintergrund. Ich komme zurück. Versprochen. Ich liebe dich, Jill. Ich weiß. Ich liebe dich auch. Da kommen noch mehr Charaktere. Alle sind hier. Los. Töten wir einen Gott. Cool. Okay, Torga bleibt echt hier. Los geht's, yeah. Alles klar. Das ist das Gefühl, die Leute glauben nicht, dass wir zurückkommen. Was ist das denn? So. Ultima. Gewaltig. Du, dein blöden Kristall oben vom Himmel. Ja, dann kommen wir da rein. Oh. Sie kommen. Gut festhalten. Du dich auch. Ja, Mann. Ich meine, so ein Mega-Flair da rein und das Ding ist weg, oder? Oh, drehen, das ist ein guter Trick. Megapferd war Impuls. Aber okay. Ich glaube, da können wir rein. Yay, wir sind drin. So einfach. Nur ein paar Mal diesen Angriff und der Kristall ist weg. Oh. Bin schon direkt ein Boss. Bin schon direkt der finale Kampf. Sieht schon aus wie so eine Arena hier. Oder ist das eine Stadt? Das ist wie so eine riesige Plattform, wo man schon kämpfen kann. Das also ist Ursprung. Bleib's nicht beeindruckt. Ja, sieht aus wie so eine. Alles begann
Eine Stadt oder das wäre der Typ mit dem krassen Blick. Da ist er. Es war hier. Hier schliefen wir. Hier warteten wir. Jahrhunderte. Haltend an unseren zerfallenden Hüllen. Aus Angst, ihrer wieder zu bedürfen. Irgendwann. Bist du nach langem erschienen bist. Und nun wird unser Werk vollendet. Was jetzt? Mega Flair? Wir sind zu dritt und er ist allein. Zeig mir sie. Er ist allein, wir hauen ihn eine rein. Ja, sehr gut. Gehen direkt los. Oh, er muss sich da halt irgendwas verwandeln, oder? What? Das bin doch ich. Oh Gott. Efred Phoenix und Bahamut. Jetzt gibt's ein High Five von Clive. Oh. Prim Ultima heißt der. Aua. Ich hab schon Schaden genommen. Ja, echt gemacht. Aua. Ich hab noch beide meine Quicktime Events geschafft. Ja, aber diesmal klappt's. Ah, er hat ein bisschen Schaden gemacht, sehr gut. Ich wollte schon sagen, ich habe ja meine Quicktime Events hier geschafft. Ich krieg nur auf die Fresse. Ah. Nein, Pfleg. Nein, nicht auf mich. Ah. Ich dachte, da kommt ein Kampf. Kommt ein Esper-Kampf. Also normal müssen wir jetzt kämpfen. Bisher nur Schaden. Hey. Ich hab halt noch nicht mal offiziell bekommen, wir kriegen voll auf die Fresse. Boah. Okay, ich werde jetzt abwehren und keinen Schaden nehmen. Pass auf. Yay. Einziges hier Schaden. High Five! Aber es geht auch nichts ohne Phoenix. Ja. Cool, wir haben die Hälfte unserer AP verloren. Er hat irgendwie 20%. 10%. Cool. Ja, alle unsere Ultimates. Oh.
Gib mal eure Kraft, gib mal eure Kraft. Boah. Desaster. Ah, sieht aus wie die Ultimate vom Magus Trio. Das ist Final Fantasy 10. What? Ja, okay, Spiel. Also, nee. So blöd bin ich auch nicht. Ja, wir haben eindeutig gewonnen. Au. So. Und er hat einen Flügel, so wie Sephiroth. So der eingeflügelte Ifrit. Oh nee. Dion. Los! Rettet euren Bruder! Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten... Ich bin mir ziemlich sicher, wir können das Ding einfach umgehen und Clive da rausretten, ohne davon getroffen zu werden. Ne? Ich möchte nur mal sagen, wir müssen das Ding nicht unbedingt abwehren, aber okay. Son Goku gegen Vegeta. Ah, wir verlieren. Ist überhaupt nicht wie Son Goku gegen Vegeta. Nee. Ich glaube, das war's mit Dion. Dies Vater ist ein Sohn. Okay. Das lief gut. Fragezeichen. Clive. Clive. Nein. Oh Mann. Ja, Joshua wird es halt hier auch nicht machen, durch dieses Spiel. Ich mal sehr stark an. Befürchtet. Cooles Joker-Cosplay, Joshua. Okay. Wir sind jetzt hier einfach so am Chillen. Übrigens, du siehst furchtbar aus. Na du aber auch. Ach, halb so wild. Was ist mit den kleinen Klamotten?
Er hat ihn seine Klamotten nicht geändert. Nimm meine Hand. Mach dir um mich kein... Also Ultima wartet jetzt einfach da oben anstatt. Weiter. 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 Okay. Ich meine, Joshua hat irgendwie seine Jacke oder sein Oberteil ausgezogen oder so. Ich hatte irgendwie halt falsch den Kostüm noch bei dem. Ich meine, ich habe eigentlich die normalen alle. So, das war ein cooler Einstieg, ne? Wir haben Ultima bezogen, angeblich einmal. Nicht. Bitte. Er tat, was er tun musste. Nun tun wir es ihm nach. Aber erklärt wäre nicht. Schon direkt in so einem Esper-Kampf reingehen. Wir müssen wahrscheinlich erst mal hier so normal uns kloppen, ne? Geht's noch? Weil ich huste? Zum 100. Mal, Clive. Das ist nur Marmelade an meinem Mund, Kaif. Jetzt reg dich doch mal ab. Ja, ich habe noch Marmeladenbrot noch auf dem Weg hingegessen. Bin halt hungrig. Dieses Licht. So kalt. So leer. Wir sind fast da, oder? Sieht so aus. Ist da hinten schon der Kristall? Ich will gar nicht daran denken, was uns dort erwartet. Na, ich schon, Ultima. Wenn man ziemlich sicher Ultima wartet da. Das wird nicht so ein großer Plot-Twist sein. Hab ich eigentlich nur ein... Oh, ich kann gar nicht. Compedium, okay. Ich würde eigentlich sehen, wie viel AP wir noch haben. Und wenn wir noch die Hälfte unserer AP haben oder so. Hm. Oh Mann. Ich dachte erst, das wäre das Intro-Thema von Final Fantasy 6. Das sind das etwa. Das sind wir. Dies ist der Ursprung. Der Ursprung des Lebens. Des Euren. Bitte unterbrich mich nicht. Als wir der Welt zusahen, wie sie kriechend auf ihr Ende zuging, wagten wir an dieser Stelle einen Neuanfang. Und nun werde ich mit dem geernteten Äther den ewigen Schlummer unserer Art beenden. Dass wir gemeinsam eine Zeit der Vernunft einläuten können. Es ging dir nie ums Erschaffen, nur um Selbsterhaltung. Die ganze Welt hast du zum Tode verurteilt, damit du allein entkommen kannst. Allein. Er. Allein. Clive. Ich verstehe es jetzt. Er braucht einfach nur einen Freund. Send ihm eine Freundesanfrage auf Facebook. Dann ist die Welt gerettet. Und als Ifrit? Die
ist immer dein Plan gewesen? Du hast uns wohl gedient, Mythos. Und wir haben dir zu danken. Ihr habt beide euren Teil getan. Nun komm zu uns, Bruder. Oh nein. Ich dachte, es liege an mir. Aber es war nicht meine Kraft, die geschwunden ist. Sie waren es. Sie wurden stärker. Oh Mann. Muss ich gegen Joshua kämpfen? What? Joshua! Nein! Endlich werden wir eins. Okay. Die Verschmelzung von den singenden Flammen Ifrits und den heilenden Flammen des Phönix, dies hielt ich bisher immer für Ultimas wahre Form. Aber ich lag falsch. Ich erkenne jetzt, warum du nie und nimmer zu seinem Leib wirst. Das ist jetzt egal. Nicht reden. Clive, hör mir zu. Denk an die Wandbilder. Die Menschen wussten einst, dass Ultima ihr Gott war. Dass er sie erschuf. Und sie verehrten ihn, beteten zu ihm. Erhofften sich Rat von ihm. Vergebens. Vergebens, ja. Er schenkte uns kein Gehör. Er kannte unseren Willen nicht an. Und so kamen wir von seinem Weg ab und schufen uns einen eigenen. Er war so in seine Begierden versunken. So getrieben vom eigenen Willen, dass er das Einzige nicht sah, das ihm wahre Macht eingebracht hätte. Glaube. Der Glaube, wie ihn alle in dich setzen. Der Glaube, dass du ihren Traum erfüllen wirst. Sitztraum von einer besseren Welt für uns alle. Der Glaube, dass du in Vaters Fußstapfen trittst, um all jenen in Not zu helfen. Dass du Jills Wunsch erhören wirst und dich selbst rettest. Der Unterschied ist, Clive, dass du zugehört hast. Und das hat unsere Bindung gestärkt. Bindungen, die dich standhaft bleiben ließen, als Ultimas Einfluss am stärksten war. Seine Macht ist vielleicht absolut, aber unsere auch. So wie deine es sein wird. Mit meinem Licht in deinem Herzen kann uns nicht einmal ein Gott aufhalten. Joshua! Nicht du. Genug, Clive. Für mich ist es zu spät. Wenn mich die Wunde nicht tötet, dann der Fluch. Nein.
Sieh mich an. Sieh mich an, Joshua. Mach die Augen auf. Mach sie auf, verdammt! Wieso? Wieso hast du das getan? Joshua. Joshua! Oh Mann. Nun ist alles vorbereitet. Es bleibt nur noch eins. Den Leib zu leeren. Ist noch hier. Bei mir bis zum Ende. Selbst jetzt weigerst du dich, dich dem Schicksal zu ergeben. Jetzt gibt's aufs Maul. Auf diese Klinge schwöre ich, die Flamme des Phönix zu schützen. In Ewigkeit. Oh. Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt ein neues Schwert oder so. Oh Mann. Oh. Ja, ich habe schon wieder Woche nicht gespielt, ne? Direkt im finalen Kampf. Das ist der erste Kampf hier. Oh ja, ich habe ja nicht Tor, geil. Kann ich mich gar nicht halten. Ah, warte. Nein, ich wollte absorbieren. Hat nicht funktioniert. Ich bin da nur auf meine Tränke angewiesen. Komm her. Oh. Nein, zu früh. Nein, daneben. Schau mich nicht an. Das ist unser Ding. Sanctus. Der ultimative Lichtzauber. Ah. Ah, ich vergesse immer, ich habe Shivas angeführt. Ja, Stück. Zack. Wir haben uns mehrere angeführt. Nein, ich kann nicht absorbieren. Jawohl. Nein. Ha.
Gott, bin ich am Gewinn? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh, sehr gut. Wie gesagt, ich wollte auch mal versuchen. Boom. Nein, er bleibt nicht da. Wie soll ich den Angriff überhaupt ausweichen? Ja, ja. Ich am Gewinn, ich weiß es nicht. So, komm her. Ganz gut. Einfach die Sekunde gerade eingefroren. Sehr gut. Ich kann einfach wegrennen. Ah. Ich bin ein bisschen konzentrieren, habe ich das Gefühl. Nein, ich habe gerade Sand in Zucken voll. Du sagst. Jahrhunderte haben wir darauf gewartet, auf den Moment, uns an unserer Schöpfung zu erfreuen. Sieht aus wie so ein etwas klassischerer Final Fantasy Bösewicht. Weiße Haare. So Tiaras und Kronen auf dem Kopf. Ja. Ich fand aber vorher sah der viel gruseliger aus. Ja. Nicht beeindruckt, ich kann das auch. Unerwartet, wie kommt es, dass dein Wille den Stand hält? Weil er nicht so leicht zu brechen ist. Wer mein Zand in Zucken ist jetzt wieder weg, okay. Guck mal her, du Stück. Guck mal, wie viel das abzieht. Versuch's mal. Ultima. Ja, ich gehe mal hier rein, ne? Dann bin ich sicher, glaube ich, oder? Ach, guck mal, wie viel ich abziehe. Oha. Jetzt mal den hier. Zack. Guck mal, ich beziehe ja voll viel ab bei denen. Ich vergesse es an der Ort. Das ist ja schon leicht erledigt. Ein Feuerball auf ihn geschossen oder war es? Welche Kraft in dir schürt diese Flammen? Wir spüren mehr als den bloßen Willen. Ist das Logos? Bist du wahrhaftig frei? Nein. Ist überhaupt Logos? Du bist kein Gott. Du bist nur Fleisch und Blut. Du bist keiner von uns. Oh Mann. Ah. Okay, ich habe Zeit. Euch erschaffen, euch alle erschaffen. Hat er mehrere Flügel. Und was uns entsprungen ist, können wir auch zerstören. Oh, das war einmal. Aber jetzt gehören wir nicht mehr dir. Unsere Flammen brennen. Und sie brennen als eine. Zeit ist reif. Für Ifrit. Ne, Phönix Ifrit, ne? Wir haben jetzt auch Phönix. Ich habe auch Flügel, ja.
Oh Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die von steuert, ey. Komm her, Stück, komm her, Stück. Boah, ich mache ja nichts an Schaden gegen den. Machen wir das hier. Oh, nice. Ich weiß ja nicht mal die Angriffe von dir von auswendig. Hallo. Ich meine, da ist ein Block, ne? Ah. Ich dachte, ich kann irgendwie so nach oben fliegen oder so. Ah. Ich bin Ifrit Ascensus. Und du bist hier irgendwie die finale Form von Sephiroth aus Final Fantasy 7. Der sich in diesen Erzengel verwandelt. Mit seinen 9 Flügel oder 8 Flügel oder was auch immer. Ins Gesicht. Ich meine, irgendwie konnte ich damit blocken, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Noch mehr. Ich bin einfach auf dich. Ja. Oh, so viel Schaden. Ultima Ascensus, Ifrit Ascensus, alles klar. Warum siehst du eigentlich so aus wie ich? Können wir halt mal klären, ne? Einer von uns muss sich hier umziehen. Ach komm her, du Stück. Das ist halt noch easy, ganz ehrlich, bei so viel Schaden. Au, 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 au. Genug. Feuer wird mit Feuer vergolten werden. Oh Mann. Greife an, alles klar. Nur sagt. Ich würde schon ein bisschen wissen, was passiert, wenn ich nicht angreife. Ganz ehrlich, oh Mann, meine Neugier ist sehr groß, um zu wissen, was passiert. Aber da bin ich in der Nähe. Nee. Oh, ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ding hält eine Menge aus, sehe ich gerade. Ich glaube nicht, dass ich den kaputt kriege. Guck mal, wie viel er noch aushält. Wow. Diesmal bin ich nah genug dran. Oh, da hat man abgezogen. So, jetzt noch von 30, okay. Sehr eine 30. 30 Sekunden noch. Ja, dann schaffe ich das vielleicht noch. Mal gucken. Komm her, ein Stück. Komm her, ein Stück. Komm her, ein Stück. Aua. Purgatorium wird beschworen, oh nein. Bitte nicht 20, ja okay, jetzt habe ich doch locker, ne? Nein, lass mich daran. Nein, lass mich daran. Nein, lass mich daran. Warum ist er so weit weg? Nein, jetzt habe ich doch vermasselt. Sehen. Oh, oh. Ich habe mich einmal. Oh, das macht so gegen den Riesenstrahl. Bam. Na, ich weiß nicht. Schaffen wir das? Ja, ne? Oh Mann. 5. Ja, komm.
Wie soll ich denn den Angriff ausweichen? Zwei, nein. Ich war zu weit entfernt. Nein. Ich war nicht mal. Oh, ich habe es noch geschafft. Wo ich gerne herausgefunden hätte, was passiert wäre, wenn ich davon getroffen wäre, ganz ehrlich. Na, ein bisschen zu knapp gerade. Ich war schon wieder zu weit entfernt. Ich stehe noch direkt vor ihm. Aua, aua, aua. Mach ich den Schaden? Ja. Ja, ich bin im Mond, wenn ich meinen Laser schon abfeuere. Ja. Das ist Schaden, Mann. Bringt eigentlich gar nichts, ey. Wir machen eine Menge Schaden. Ich. Ja. Haben wir trotzdem nicht gemacht. Ah. Heiligen Angriff, weiß ich ganz ehrlich nicht, wie ich da ausweichen soll. Komm her, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Du bist doch nur eine billige Kopie von mir. Mach mal her. Ins Gesicht. Oder auch nicht. Ich treffe ihn nicht. Warum nicht? Bewegt sich. Nein. Ah. Er hat mich angegriffen. Sehr gut. Also mit der Angriff auch aktiviert, ne? So ein Stück. Oha. Nehmen eine riesen Bälle aus mein Gesicht. Aha. Ich weiß ja gar nicht, was los ist manchmal, ne? So, ich habe gleich gebrochen. Du willst aber nicht. Wahrscheinlich willst du es nicht, ne? Mitten ins Gesicht. Ist doch das hier, mitten ins Gesicht. Boom. Dusch. Was ist das? Oder brauchst du noch mehr? Gegenteil beweisen. Doch dein Plan ging nicht auf. In uns hast du dich selbst gesehen und erkannt, dass wir mehr sein können, als du es jemals warst. Also hast du uns den Rücken gekehrt. Uns und der Welt, weil du ein Feigling bist. Du glaubst, du kennst uns. Du weißt nichts, Logos. Nichts. Okay. War so noch ein paar aufs Maul, alles klar. Oh Mann. Den mache ich auffällig, wenn es sein muss. Ich muss die ganze Zeit niesen. Ja. Noch eine Form. Noch eine neue Form.
Boah, ich muss die ganze Zeit niesen, Entschuldigung. So, ich würde mal sagen, ich mache mal kurz hier einen. Kann ich überhaupt hier speichern? Jetzt mal ganz ehrlich. Ne, okay. So, wir sind jetzt in einer Stunde ungefähr drin. Ich würde sagen, das wäre ein guter Punkt, irgendwie einen Schnitt zu machen. Ich würde sowieso hier einen Schnitt machen. Aber ich mache es mir einfacher, indem ich schon direkt hier schneide. What? Okay. Kann ich einfach rausreißen? Okay. Egal, ja, aber machen wir natürlich nicht. Ne, ich mache einen Schnitt. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn wir uns in der nächsten Form von Ultima stellen. Ne? Also, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao, ciao. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar oder das gute Zeug. Ne? Ciao.